mehr, wenn ich halt Stampflehm habe oder Lehmziegel und ich baue ein Haus aus Lehmziegel, ich habe halt keine Wärmedämmung. Das ist der Ziegel, das ist die Tragkonstruktion. Mittlerweile darf man ja nicht mehr statisch den getrockneten Ziegel verwenden. Es muss ein gebrannter Ziegel sein, statisch gesehen. Das heißt, wir dürfen nur Ausfachungen damit machen. Nicht tragende Zwischenwände zum Beispiel oder zwischen einer Holzriegelkonstruktion. Sowas kann man machen. Aber ich darf kein ganzes Haus bauen. Obwohl es hunderte Häuser in Österreich gibt, die so gebaut sind. Nicht? Also Lehm an sich hat keine Dämmwirkung. Wenn ich jetzt nichts dazu mischen würde, mit Stroh oder Stroh-Leichtlehm-Mischungen oder solche Sachen, dann habe ich keine Dämmwirkung. Also Lehm hat seine großen Vorteile woanders, aber nicht in der Wärmedämmung. Also ich müsste immer wieder Kombination machen von einem Mauerwerk und von einem Dämmsystem. Deswegen ist ja so, die alten Häuser, die sind nicht gedämmt. Oder auch wenn sie 60 cm dicke Mauern haben, der U-Wert ist jenseits von Gut und Böse. Also so gesehen kann man das vernachlässigen. Ich brauche eine Dämmung drauf, wenn ich halt irgendwie einen guten U-Wert erreichen möchte. Niedrige Energiehaus oder in diese Nähe. Ja. Holzschnitzel, ja. Und das mit Lehm mischt natürlich, dann ist es eine Möglichkeit der Ausfachung. Nicht? Aber es gibt da 100 andere Varianten. Gell? Das ist halt nur eine. Also es wird sehr selten gemacht, weil es einfach andere Dämmungen überwiegen. Stroh zum Beispiel, das kann ich jetzt einblasen. Schafwolle, Flachs, alle diese Navaros, diese nachwachsenden Rohstoffe, die haben in der Dämmung eine bessere Eigenschaft einfach. Ist wie ein Holzgemisch mit Lehm. Dafür kann ich den Lehm woanders einsetzen. Den Lehm kann ich als Putz einsetzen, ich kann als Schüttung einsetzen, ich kann als Abdichtung einsetzen beim Haus. Es gibt viele Varianten. Wenn man so Strohballenhäuser macht, dann wird der ganze Strohballen hineingestopft. Das geht schneller, das ist einfacher. Mittlerweile gibt es eine Einblasdämmung aus Stroh. Das ist kein Vergleich zu einer Holz-Leichtlehmschüttung oder solche Sachen. Lehm hat den großen Vorteil, dass es eine gute Speicherwirkung hat. Und es ist im Verbund zum Beispiel mit Holz, Stroh, auch mit Hanfdämmungen, mit verschiedenen natürlichen Dämmmaterialien macht es durchaus Sinn. Gerade was heute wieder recht beliebt ist oder wo viel experimentiert wird, ist der Strohballenbau. Sehr oft in Verbindung eben mit Holzbau, der die tragende Funktion übernimmt. Dann hat man Strohballen oder auch andere Dämmmaterialien, mit denen man das Ganze ausfüllt. Und dann kommt der Lehm als dicke Putzschicht, 3, 4, 5 cm in den Innenraum oder auch noch als Außenputz zusätzlich dazu. Im Inneren ist der Lehm da besonders wichtig, weil eben gerade Holz und Stroh kaum eine Speicherwirkung haben. Also das ist das, was fehlt bei diesen Leichtsystemen. Und dem kann der Lehm entgegenwirken, indem man dann auch eine gute Speicherwirkung schon mit ein paar Zentimetern Lehm erzielen kann. Und das sind durchaus Anleihen aus der traditionellen Architektur, die man sich da wieder zunutze machen könnte. Also Mischungen aus Lehm und Stroh. Wenn der Lehm keine tragende Funktion hat, ist das überhaupt kein Problem. Wenn es tragender Baustoff ist, hat man mit Stroh natürlich das Problem bei Leichtlehm, dass es auch die Druckfestigkeit noch einmal mindert. Aber wenn man es eher zu Ausfachungs- oder Dämmzwecken verwendet oder als Putzschicht, spricht nichts dagegen, auch relativ viel Stroh beizumengen, weil dann die Dämmwirkung erhöht wird und gleichzeitig aber die Speicherwirkung des Lehms erhalten bleibt. Ja, der Lehm hat die Fähigkeiten an der Oberfläche. Dort kann er seine ganzen Fähigkeiten ausspülen. Wenn ich dann jetzt irgendwo einbaue und verschließe zum Beispiel, nicht, wie es sehr viele Holzhäuser gibt, dann habe ich irgendwie einen Dämmstoff drin und dann geben sie Gipskartonplatten drauf. Dann habe ich von den Fähigkeiten des Lehms dahinter nichts mehr. Also kann ich mir das auch sparen. Wenn ich jetzt sowieso eine Betonwand da habe, dann ist es wurscht, ob ich jetzt da mit einem Kalkvorspitzer draufgehe oder mit Zementvorspitzer. Die Wand wird sowieso nicht mehr diffusionsoffener. Nicht? Und deswegen versuchen wir halt, wenn das ein Ziegel ist, dass ich nicht zu viel Zement verwende, weil der Zement sperrt. Der sperrt mir einfach Feuchtigkeit und macht mir die Wände, ja, lässt mir die Wände nicht so offen, wie ich es gern hätte. Die Diffusionsfähigkeit nach außen hin schwäche halt, sozusagen. Dort, wo ich halt Anschlüsse habe, dort bin ich nicht mehr dicht. Heute müsste man halt alles abkleben. Dazu gibt es natürlich auch biologische Varianten des Abklebens. Sie brauchen nicht immer eine Folie. Diese Varianten gibt es. Aber als richtiges Passivhaus-Element, sage ich, bräuchte ich diese
abgeklebte Folien, sage ich jetzt mal, beziehungsweise diese Flachsfließtechnik, so wie ich das kenne, diese biologische Variante, um bei den Anschlüssen auch dicht zu sein. Zum Beispiel Fenster, Dachstühle, Türen, an der Decke, an deinem Boden und so weiter. Dort muss ja auch dicht sein. Der Lehm ist ja in der Fläche, ist er luft- und winddicht, aber bei den Anschlüssen gibt es immer einen Riss. So wie bei jedem anderen Putz auch. Und dort müsste es sozusagen abgeben. Aber solche Konstruktionen, starken waren zum Beispiel mit verschiedensten Materialien gedämmt, zum Beispiel Stroh, sage ich mal, das kann ein Passivhaus sein. Natürlich, keine Frage. Da ist noch einmal ein Beispiel von den Möglichkeiten, wie man da eben mit diesen luftdichten Abschlüssen umgeht. Normalerweise hat man eben Papier oder Folie und dann das Klebeband. Und das ist die Möglichkeit mit diesen Hanflehmen, das ist dieses Vlies hier, das da hier in die Ecke gebracht wird, mit Lehmschlemme dann aufgetragen wird. Und das ist da richtig fest dran. Ne? Man sieht es richtig, es ist da ganz fest an diesem Ding dran und das ist komplett luftdicht, da geht keine Luft durch. Ne? Ja, also man kann sehr, sehr viel machen mit Lehm. Und auch im Neubau, nicht nur in der Sanierung. Mhm. Ja? Man kann das ganze Konzept so ausrichten. Und wenn ich mich halt mit Naturmaterialien beschäftigt, dann kriegt man ganz andere Boden- und Wandaufbauten zusammen, die man machen kann. Sehr oft ist es so, dass ich technische Folien weglassen kann. Nicht? Zum Beispiel, wenn ich halt einen Dachboden ausbaue, dann muss man, wenn man den herkömmlich dämmt, also sprich mit Mineralwolle oder so, dann muss ich dort eine Dampfbremse oder Dampfsperre einbauen. Diese Funktion übernimmt man der Lehm komplett, wenn ich mit Schafwolle das zum Beispiel dämme oder mit Stroh oder Flachs oder Hanf. Und ich mache einen Lehmputz drauf, dann brauche ich keine Dampfbremse oder Sperre. Die Funktion übernimmt man der Lehm. Und so kann man auch in der Konstruktion wieder Geld sparen, dass ich nicht nur jede Schicht für sich sehe und sage, der Lehmputz ist teuer, weil er halt so und so viel Geld kostet, sondern dafür kann ich auch in der Kombination mit einem Naturdämmstoff mir diese Dampfbremse sparen. Ich habe jetzt für dieses Projekt hier die Holzfaserdämmung eingesetzt. Es gibt natürlich auch noch in den natürlichen Baustoffsektor Hanfdämmungen, es gibt Flachsdämmungen, da kann man auch mit Jute dämmen, es gibt Zellulose-Dämmungen, die man einblasen kann aus Papier. Also da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Die Holzfaserdämmung wird aus Holzfasern erstellt, also es wird verpresst, da sind keine Bindemittel drin. Der Vorteil an dem Holzfaser, die sind ungefähr vom Dämmwert vergleichbar mit Mineralwolle, nicht viel schlechter. Das kann man sehr gut vergleichen mit den künstlich hergestellten Dämmmaterialien. Der Vorteil an dieser Holzfaserdämmung ist, dass sie, da sieht man eben sehr schön, wie die also Holzfasern, die da so miteinander verpresst sind, relativ lose. Das kann man auch nehmen und stopfen zum Beispiel. Ne? Aber sie ist auch so als kompakte Platte, kann man die zwischen die sparen oder zwischen Trockenbauwänden unterbringen. Und der Vorteil an dieser Holzfaserdämmung ist, dass sie schwerer ist, wie zum Beispiel Mineralwolle. Ja. Und dadurch, dass sie höheres Gewicht hat und trotzdem einen guten Dämmwert hat, schützt sie besser gegen sommerliche Überhitzung. Deswegen mag ich die so gern. Weil unser Hauptproblem bei den Gebäuden ist ja nicht der Winter. Gegen die Kälte können wir unsere Gebäude sehr gut schützen, sondern das zunehmende Problem ist der Sommer. Wir müssen schauen, dass wir unsere Gebäude so hinkriegen, dass wir die sommerliche Überhitzung abpuffern können. Dafür brauchen wir hohe Speichermasse. Unsere Gebäude haben viel zu wenig Speichermasse. Das ist wiederum der große Vorteil vom Lehm. Wenn man viel mit Lehm baut, wenn man dann sehr viel Speichermasse reinkriegt. Also wenn ich zum Beispiel eine luftdichte Ebene, ich habe einen Dachbodenausbau in Wien gemacht, der aus Holz und Lehm nur besteht, wo die ganze Konstruktion aus Holz gebaut ist. Und die bauphysikalischen Funktionen wie Brandschutz, Schallschutz, Luftdichtigkeit, Feuchteregulierung mit Lehm. Das heißt, innen drin sind dicke Lehmschichten von 2 bis 4 cm Lehm und das bringt eine hohe Speichermasse hinein. Bei Dachbodenausbauten ist es ja besonders prekär, weil die sehr, sehr wenig Speichermasse haben, meistens mit Gipskarton ausgebaut, nur Zwischensparendämmung und große Probleme im Sommer. Sprich, Klimaanlagen werden nachgerüstet, was natürlich wieder, was den CO2-Ausstoß betrifft, natürlich kontraproduktiv sind. Deswegen muss man schauen, dass man eine höhere Speichermasse erzielen kann. Das heißt,
Hier erstens einmal durch die Holzfaserdämmung. In Wien sind es 30 cm Holzfaserdämmung, die bringt schon sehr viel gegen die sommerliche Überhitzung. Dann haben wir noch ein Gründach oben mit einer intensiven Begrünung. Das bringt auch viel gegen die sommerliche Überhitzung. Und dann im Innenraum drin, muss man sich vorstellen, wird normalerweise dieses Papier an der Decke aufgebracht. Das macht die luftdichte Ebene. Das hat natürlich Speichermasse 0. Und ich habe stattdessen im Minimum statt diesem Papier das hier drauf. Also diese mindestens 2 bis 4 cm dicke Lehmschicht, das heißt, die ist wirklich schwer, ja, die hat ein Gewicht. Und das einerseits hat man mal dieses Element hier, abgedichtet wurde es mit diesem Prinzip hier. Also im Prinzip schaut es dann so aus. Ne? Abgesehen davon, dass man die synthetischen Baustoffe sich ersparen kann, hat man einfach auch viel, viel mehr Speichermasse drin. Und das hier kann natürlich Feuchtigkeit nicht aufnehmen und abgeben. Im Gegenteil, es ist empfindlich gegen Feuchtigkeit. Das kann natürlich jetzt Feuchtigkeit noch aufnehmen und wieder abgeben. Hat auch eine feuchte regulative Wirkung. Ja, das macht sehr viel Sinn, das natürlich zu kombinieren, diese beiden Materialien. Und die beiden Materialien kommen natürlich ausgezeichnet miteinander zu Rande, weil ja die Feuchtigkeit, die zum Beispiel von hinten kommt oder von vorne kommt, ja da durchgehen kann. Ja, wenn ich hier eine Mineralwolle hätte, würde das nicht so gut funktionieren. Ne? Aber wenn ich ein Holz habe oder Hanf habe, geht genauso, oder Flachs habe, geht die Feuchtigkeit hier durch, wird vom Lehm dann aufgenommen und dem Raum wieder zugeführt. Ne? Schilf ist jetzt vom Dämmwert nicht besonders gut. Das schafft man als Außendämmung, finde ich sehr gut, dass man sagt, außen kein Styropor, wenn man jetzt ein Gebäude außen dämmen will, einen Vollwärmeschutz zum Beispiel machen will, da würde ich Schilfdämmungen sehr gut finden. Da kann man bis zu 20 cm dicke Schilfdämmungen draufpacken, wenn man will. Aber der Dämmwert ist halt nicht besonders hoch vom Schilf. Ja. Der hat einen viel besseren Dämmwert. Also Schilf. Aber Schilf kann man jetzt, das ist ja zwischen den Sparren drin und zwischen den Konstruktionen, wo Holzständer sind, das kann man mit Schilf natürlich nicht machen. Ne? Schilf ist rein jetzt mal als Aufputzdämmung, wo man dann verputzt. Mhm. Aber dafür ist es sehr gut. Ja? In dem Fall ist es so, das ist eine Renovierung von einem Altbau. Da habe ich verschiedene Varianten. Ich habe die Möglichkeit, außen zu dämmen. Das ist immer die beste Variante. Aber in manchen Fällen ist es nicht möglich, außen zu dämmen, weil es zum Beispiel unter Denkmalschutz steht oder das Haus zum Nachbarn angebaut ist oder es ist ein fünfstöckiges Gebäude, wo nur ein Teil mir gehört. Dann kann ich nicht sagen, ich ziehe wohl einen Außendämmputz drüber, wenn es drei andere nicht wollen. Jetzt kann man Innendämmung machen, aber da kriege ich natürlich kein Passivhaus zusammen. Ich kann das sozusagen mir mit 5 cm Schilfdämmplatte halbiert man sich den U-Wert in etwa. Das ist so ein Daumenmaß einmal. Das kann man sagen. Aber ein Passivhaus an sich wird das nie werden. Diese Konstruktion, was wir da gemacht haben. Das sind 5 cm Schilfdämmplatte. Das ist einmal ein sehr guter, es ist ein guter U-Wert, den man erreichen kann da. In den Fenstern sind Calcium-Silikatplatten drinnen. Da hat man nicht immer diese Dicke, was man gerne hätte. Und die dämmen natürlich noch besser. Ist auch ein Naturprodukt, ist geschäumter Kalk. Die verwenden wir halt in Verbindung mit Schilfdämmplatten. Dann habe ich da eine Innendämmung. Und dann kommt da, so wie es da war, eine Wandheizung drauf. Und dann wird das Ganze mit Lehm verputzt. Über den Wandheizung kommt noch ein Gewebe rein. Das kann Flachs sein, Jute oder Glasseidengewebe, je nachdem, wo halt die Wünsche liegen, und dann kommt der Feinputz drauf, und dann habe ich da drauf, sagen wir jetzt einmal 3 bis 4 cm Lehmputz, da habe ich richtig Speichermasse dann wieder drinnen. Das hat ein sehr gutes Wärmerückstreuverhalten, der Lehmputz, in Verbindung mit der Wandheizung ist das einfach eine super Sache, weil die Wandheizung, sozusagen erwärmt man die Außenwand, das sind eh die kältesten Wände im Haus, ne? Und wenn die von Haus aus warm sind, dann entzieht die Wand dem Körper nicht mehr die Wärme und ich kann 1 bis 2 Grad tiefere Temperaturen fahren, um das gleiche Wohngefühl zu haben. Und das ist auch energiesparend. Ne? Wenn ich halt sage, ich kann mit der Heizung, brauche nicht 24 Grad fahren, vielleicht nur 22 oder 20, ne? Um das gleiche Wohngefühl zu haben. Weil von den alten Häusern, ich bin in einem Steinhaus aufgewachsen, da war es so, dort wo der Ofen gestanden ist, hat es 30 Grad gehabt, und wenn du beim Tisch gesessen bist, hast du das Gefühl gehabt, es erfriert. Du erfrierst, weil die Steine so kalt sind. Nicht? Und wenn ich die Steine entkoppe sozusagen und dort eine Dämmung raufgib und eine Wandheizung raufgib, dann brauche ich nicht die 30 Grad beim Ofen, weil es mir einfach dort, wo ich sitze, angenehm warm ist schon. Und das ist halt der springende Punkt in der Sanierung.
dass man da schaut, dass man sich solche Flächen schafft. Und in Verbindung natürlich mit dem Lehm habe ich die ganzen Vorteile natürlich. Ja. Aber es ist halt, Altbau ist immer ein spezielles Gebiet und man muss sich halt die Gegebenheiten anschauen. Nicht? Weil das sind meist Häuser, so wie da aus 1700 irgendwas, nicht? Die haben keine Feuchtigkeitssperre drinnen. Nicht? Die muss man anders behandeln. Die kann ich nicht mit den normalen Methoden, die was man heute so kennt, die am Markt üblichen Baumethoden behandeln, sondern das sollte man wirklich speziell sich anschauen. Und es gibt da auch Dämmungen im Außenbereich auf biologischer Basis, Schilfdämmplatten, Calciumsilikatplatten, solche Dinge. Dann habe ich auch da die Möglichkeit, dass ich biologische Vollwärmeschutzversionen mache. Weichwasserplatten etc. Nicht? Aber das hat jetzt mit Lehm nichts zu tun. Aber man kann da genauso einen Lehm drauf putzen, natürlich. Auf alle Putzträgerplatten, das am Markt üblich ist, wo ich normale Putze drauf machen kann, kann ich auch einen Lehmputz drauf machen. Also so gesehen kann man den Lehm auf sehr, sehr vielen Untergründen aufputzen. Es muss nicht immer Holz sein, es muss nicht immer Ziegel sein oder Stein, es kann auch was anderes sein. Wenn ich halt im nassen Bereich bin, dass ich ein feuchtes Mauerwerk habe und so weiter, dann schaut man natürlich, dass ich Materialien verwende, die nicht verrotten. Die Schilfdämmplatten kann ich verwenden, Calcium-Silikatplatten kann ich super verwenden, die transportieren Feuchtigkeit weiter. Die Feuchtigkeit vom Mauerwerk wird übergeben an den Lehm. Putz an die Schilfdämmplatten oder an die Calcium-Silikatplatten und der Lehmputz saugt man praktisch das Medium wieder trocken. Gibt es an die Raumluft ab, mit dem Bewohnern von Raum herinnen oder mit der Zwangsbelüftung kriege ich die feuchte Luft raus und so funktioniert es, dass das Mauerwerk so weit trocken wird, dass man halt umgehen kann damit. Das ist der Sinn und Zweck von dem Ganzen. Und ich habe natürlich eine Innendämmung, wo ich dann direkt auf die Untergründe drauf putzen kann, sowohl auf der Calcium-Silikatplatten wie auf der Schilfdämmplatten oder da. Und alles also nach unten hin, auch am Boden, keine Absperrung, da sind einfach nur die Polsterhölzer, ein bisschen so Glasschaumschotter dazwischen und dann mit offenen Fugen der Holzboden aufgebracht. Das heißt, es kann alles, die Feuchtigkeit kann in den Boden abziehen, sie kann aber auch raus. Es ist auch nach oben hin keine Feuchtigkeitssperre, sondern einfach wie traditionell ein Lehmschlag auf der Decke, auf der Holzdecke drauf. Zwecks Brandschutz auch ganz wichtiger dichter Lehmschlag und dann drüber Stroh zur Dämmung. Sonst nichts. Die Feuchtigkeit kann hinaus, die kann durch die Wände hinaus und dann hat man kein Problem. Die großen Probleme, die wir jetzt haben mit dem Lehmbau, mit dem historischen im Weinviertel, ist, dass er falsch saniert worden ist. Das heißt, der Lehmbau ist eingesperrt worden, Zementputz ist draufgekommen, hochdichte Fenster, Sperrschichten im Boden, Sperrschichten in der Decke und plötzlich ist das Haus feucht und beginnt zu schimmeln, obwohl es 200 Jahre kein Problem gab. Aber da ist einfach die Feuchtigkeit, die sich natürlich im Lehm befindet, eingesperrt, sie kann nirgends mehr raus und dann bilden sich feuchte Stellen. Aber es braucht natürlich einen gewissen Mut zu sagen, diese ganzen hochdichten Materialien gehen wir jetzt wieder weg. Weil das eigentlich nicht mehr unserer heutigen Norm oder unserem heutigen Standard entspricht. Aber genau das braucht eben der Lehm. Der muss atmen können, der braucht Luft. Der Lehm hat die Eigenschaften, dass er immer mehr aus der Konstruktion rausholt. Feuchtigkeit ist, was er reinlässt. Genau. Und das funktioniert einfach gut. Und das zeigen viele Projekte und Möglichkeiten, das, was man, es gibt Projekte, die fremd überwacht werden an den neuralgischen Stellen, ist mit Füller gespickt, hauptsächlich, ich denke jetzt an ein Strohhaus, an ein ganz bestimmtes. Und da hat man gezeigt, dass es laut Glaser-Berechnung das Wasser rausrinnen müsste aus so einer Konstruktion. Aber in Verbindung mit Lehm ist das nicht der Fall, weil der Lehmputz einfach immer wieder Feuchtigkeit rausholt. Auch wenn es kurzfristig einmal erhöhte Feuchtigkeit drin sein sollte, aus gegebenen Gründen wie, ich sage jetzt mal, Wetterumschwung und so weiter, nicht? Weil es entsteht immer in einer Wandkonstruktion, ist immer irgendwo ein Taupunkt. Nicht? Und wenn der halt da drinnen liegt, in der Dämmebene, dann gibt es das Medium Lehm, der man die Feuchtigkeit rausholt, oder das Medium Kalk, wenn man jetzt von Holzhäusern redet zum Beispiel, wo ich innen einen Lehmputz habe, außen einen Kalkputz, dann sind diese Häuser diffusionsoffen und da habe ich kein Problem mit Schimmel. Es ist nur eine Frage der Konstruktion immer. Nicht? Und wenn man das anpasst, dann ist das eine gute Variante, um ökologisch zu bauen, ressourcenschonend zu bauen, die graue Energie schauen, dass es so gering wie möglich halten kann. Keine Erdölprodukte verwenden, es ist einfach möglich. Nur die Menschen wissen das nicht. Und das ist ein bisschen unsere Aufgabe, oder was wir jetzt zum Ziel gesetzt haben,
mit unseren Seminaren unter lehmkunst.at findet man diese, dass man einfach da zeigt und einer sagt, was möglich ist. Und dass man einfach das Wissen wieder weitergibt. Genau, dann lassen wir jetzt einfach mal so, lassen wir ein wenig anziehen und die kippen wir so auf. Gleich auf die Kanten. Gleich auf die Kanten, genau. Und mit der Kanten ziehe ich jetzt auf. Ich klopfe mir es da her und ziehe mir es so auf. Okay? Um den Lehm wirklich weiter zu verbreiten, ist es ganz wichtig, mehr Bedacht auf die Primärenergie einfach zu setzen, die in ein Baumaterial hineinfließt. Laut unseren Förderrichtlinien oder auch Regulierungen spielt in erster Linie der Wandaufbau eine große Rolle und auch der U-Wert. Und es ist oft gut, einen geringeren U-Wert zu erreichen, aber irgendwo hat das auch Grenzen. Wenn ich für das Dämmmaterial, das ich da noch zusätzlich drauf gebe, viel mehr Energie in der Herstellung benötige, als ich mir dann über U-Werte über 30, 40, 50 Jahre an Heizenergie einspare, macht es irgendwann keinen Sinn. Das heißt, wichtig, um den Lehm jetzt wirklich zu propagieren, wären andere Berechnungssysteme, andere Grundlagen, wo ich die Primärenergie einfach einbeziehe. Das heißt, diese Lifecycle-Analysen, wo es ja schon sehr gute Programme dazu gibt, wo ich wirklich jetzt schaue, wo kommt der Baustoff her, wie viel Energie hat er in der Herstellung benötigt, was hat er jetzt im Gebäude für eine Wirkung und wie wird er dann auch recycelt oder beim Abbau, wo kommt dieser Baustoff wieder hin. Also man müsste das viel gesamtheitlicher sehen und dann kann der Lehm natürlich seine Vorteile ausspielen, indem er praktisch keine Primärenergie benötigt, außer Transport, je nachdem, wenn man ihn an der Baustelle direkt entnimmt, praktisch bis auf die Kraft oder die Energie, die in den Aushub gibt, braucht man keine Primärenergie, teilweise für den Transport, je nachdem. Aber ich glaube, da kommen solche alternativen Baustoffe wie Stroh, Lehm dann wirklich ins Spiel, wenn es darum geht, die Primärenergie einzurechnen. Weil da können Beton und Ziegel, die einfach in der Herstellung wahnsinnig viel Energie benötigen und dann auch oft noch im Recycling, in der Entsorgung einfach nicht mithalten. Also da braucht es andere Regelungen, andere Förderrichtlinien. Was schwierig ist, weil da eine riesige Baustofflobby natürlich dahinter steht, die permanent versucht, das zu verhindern oder zumindest überhaupt kein Interesse an anderen Berechnungsmethoden hat. Die ganze Dämmstoffindustrie, die wollen Dämmstoff verkaufen und sind nicht interessiert daran, wie die Primärenergie in den jeweiligen Baumaterialien ausschaut oder wie die Primärenergie bei der Herstellung von Dämmstoffen ausschaut, die auch oft nicht unerheblich ist, sondern sehr hoch ist.